Langweiliger Plot? Schablonenhafte Charaktere? Zweitklassiges CGI? Das ist es, was die Kritiker über diese Filme sagen. Doch wir müssen uns einfach damit abfinden, dass wir anderer Meinung sind. Der Weltraum mag eine unendliche Leere sein, aber er ist reich an Potenzial. 1979 gab Disney 20 Millionen Dollar aus, um die USS Palomino auf eine Mission zu schicken, um Star Wars und Star Trek Fans für die Kinokassen zu gewinnen. Es hat funktioniert und Disney hat 37 Millionen Dollar eingenommen, mit ein paar Beulen auf dem Weg. Roger Ebert nannte das Schwarze Loch ein geschwätziges Melodrama, das sich um ein Gimmick dreht. Und er hat recht. Es wird viel zu viel geredet und das eigentliche Schwarze Loch ist kaum mehr als eine Kulisse. Überhaupt fühlt sich der Film an wie eine einzige Star Wars-Szene, die über 98 Minuten gestreckt wurde. Trotzdem sieht er wirklich fantastisch aus. Das künstlerische Team schuf 150 Mattgemälde, handgefertigte Modelle und Projektionen von Modellen, um eine sensationelle himmlische Kulisse zu schaffen. Diese lebhafte Optik brachte dem Film sogar 2 Oscar-Nominierungen ein. Das Ende des Films ist von einer, wie Ebert selbst zugab, sensationellen visuellen Leistung geprägt und eine besonders berühmte Aufnahme wirkt, als hätte jemand ein Iron Maiden-Albumcover nach Fantasia geholt. Trotz dieses holprigen Weges ist das Schwarze Loch wirklich eine Reise wert. In den meisten postapokalyptischen Einöden sind die Ressourcen begrenzt. Wahrscheinlich waren die Ressourcen auch bei der Produktion von Metal Storm, die Vernichtung des Jared Sin, begrenzt. Vielleicht wurde der Film in aller Eile gedreht, wie der Kritiker der Washington Post, Gary Arnold, in seiner Filmkritik von 1983 anmerkte, doch ist alles sorgfältig genug gemacht, um sich von den vielen postnuklearen Landschaften dieses Jahrzehnts abzuheben. Sicher, Metal Storm geht den Weg, den Mad Max tief in sein staubbedecktes, sonnenüberflutetes Hinterland geführt hat. Aber das macht ihn nicht schlechter. Richard Moll gibt derweil als Hurok, Anführer der Zyklopen, alles. Das ist auch gut so, denn man merkt immer, wenn sich Schauspieler in solchen Filmen verausgaben. Moll erklärte später, dass er sich für die Rolle beworben hatte, obwohl er wusste, dass sie umfangreiches Make-up erforderte, und wenn ein Schauspieler sich wirklich darauf einlässt, sieht man das. Er ist auch nicht der Einzige. Tim Thomason verleiht Rhodes ein wenig Han Solo Sidekick-Charme und Michael Preston lässt als mächtiger Jared Sin seinen Mad Max-Stammbaum erstrahlen. Vielleicht ziehen sich die Zeitlupenkampfsequenzen in die Länge und die Verfolgungsjagden laufen ins Leere. Dennoch bietet Metal Storm genug filmischen Glanz, um Genrefans zu begeistern. In seiner Rezension von Krieg der Eispiraten bezeichnete Vincent Canby von der New York Times den Film als unterentwickelt. Aber seine halbgaren Albernheiten kommen auch heute noch an. Die Eispiraten ist eine Satire, die die üblichen Verdächtigen aufs Korn nimmt. Star Wars, Robin Hood, Alien und Mad Max werden auf die Schippe genommen. Aber das ist keine einmalige Angelegenheit. Die Gags und One-Liner stehen für sich selbst, obwohl man das Gefühl hat, dass sie wohl einen Schluck zu viel getrunken haben und von derb über albern bis hin zu geradezu beleidigend reichen. What is it? Space Harpy. Es ist jedoch nicht der billige Humor, der diesen Film antreibt. Jede Straße, jedes Raumschiff und jede Kantine wimmelt von kreativem Leben. Nur wenige Star Wars Pastiche haben so viel Sorgfalt bei der Verwendung von Requisiten, dem Setdesign, den Space-Age-Kostümen und dem Engagement von Statisten und Nebenfiguren bewiesen. Die Eispiraten können wegen der übertriebenen Witze manchmal verwirrend sein, aber das gehört ja auch zum Spaß. Im Jahr 1986 schrieb Paul Attanasio von der Washington Post, das Original Invasion vom Mars hat etwas geschafft, an das diese Parodie nicht einmal annähernd herankommt. Es hat einen zu Tode erschreckt. Er hat recht, der heutige Invasion vom Mars ist nicht gruselig. Aber es ist ein Canon-Film und eine Zusammenarbeit zwischen dem legendären Horrorregisseur Tobe Hooper und dem Alien-Drehbuchautor Dan O'Bannon. Und das sollte ausreichen, um euer Interesse zu wecken. Auf dem Regiestuhl zeigt Hooper, was er von seiner Poltergeist-Partnerschaft mit Steven Spielberg lernte und taucht seinen Film in sonnige Vorstadt Amblin-Vibes. Aber wir finden bald heraus, dass niemand in dieser Kleinstadt sicher ist, vor allem nicht der 12-jährige David Gardner. Hunter Carson gibt der Rolle gerade genug Schreckhaftigkeit, dass man Davids Angst spürt, wenn sich alle, die er kennt, gegen ihn wenden. Die erste Hälfte von Invasion fühlt sich an wie eine Kinderversion von Die Körperfresser kommen. In der zweiten Hälfte wird das Geheimnisvolle jedoch aufgegeben und der Film wird zu einem reinen Monsterfilm. Hooper und der Meister der Effekte, Stan Winston, lassen uns in eine wunderbare, mit praktischen Effekten versehene außerirdische Umgebung eintauchen und es ist ein wahrer Genuss, echte handwerkliche Arbeit auf diesem Niveau auf der Leinwand zu sehen. Wen kümmert es, wenn man dabei nicht schreit? Im Weltraum kann dich niemand schreien hören. Es sei denn, du bist mit Mark Savlov vom Austin Chronicle zusammen, während er sich Alien 3 über der Stratosphäre ansieht. In seiner Kritik sagte Savlov, Regisseur Fincher ist vor allem für seine Musikvideos bekannt und seine MTV-Sensibilität ist deutlich zu spüren, bis hin zum halsbrecherischen Tempo des Films und dem zackigen Schnitt.
Das ist wahr. Alien 3 ist nicht perfekt. Die Geschichte hat es schwer, uns zu packen, weil sie nicht viel Neues auf die Leinwand bringt. Aber keine Angst, denn Fincher weiß zumindest, wie er seine Figuren quälen kann. Ashes to ashes, dust to dust. In Alien 3 stürzen Ripley und ein Xenomorph in ein Weltraumgefängnis, in dem Mörder, Kinderschänder und Vergewaltiger einen Zölibatseid geschworen haben. Ihre Ankunft stört dieses Gleichgewicht und verwandelt diese scheinbar geläuterten Menschen in Monster einer anderen Art. Es ist eine düstere und faszinierende Prämisse, die dem Film hilft, sich von seinen beliebten Vorgängern abzuheben. Und es ist kein Zufall, dass Alien 3 einige der ikonischsten Momente des Franchises enthält. Und hey, Saflock mag Finchers rasanten Schnitt vielleicht nicht mögen, doch es ist ein Stil, für den der preisgekrönte Regisseur im Laufe seiner Karriere bekannt geworden ist. Es ist auf jeden Fall faszinierend zu sehen, wie er sich in diesem Bereich ausprobiert. Wenn Alien der weiße Hai im Weltraum ist, ist Event Horizon am Rande des Universums die Mächte des Wahnsinns im Weltraum. Nur mit einem wahnsinnigen Sam Neill. Stephen Holden von der New York Times behauptete 1997, dass die glitzernden Spezialeffekte des Films einen vergeblichen Versuch darstellen, die Gedankenlosigkeit zu verbergen. Und fairerweise muss man sagen, dass er recht hat. Paul W.S. Anderson ist dafür bekannt, dass er Stil über Substanz stellt. Aber hier findet er ein gutes Gleichgewicht. Anderson hat sich von 2001 Odyssee im Weltraum und Alien inspirieren lassen, was vielleicht der Grund dafür ist, dass er ein wenig zurückhaltender war. Zumindest für ihn. Überraschenderweise wird der Großteil des Horrors und des Blutes nur in kurzen Bildern gezeigt. Nur wenige Male sieht man jemanden direkt in Blut baden. Gleichzeitig verwendet Anderson maßstabsgetreue Modelle für die Innenausstattung und akribisch gefertigte Modelle für die Außenaufnahmen der Schiffe im Film. Anderson hat sogar die Kathedrale Notre Dame in Paris eingescannt, um der Event Horizon ihre einschüchternde Wirkung zu verleihen. Überhaupt hat er die Ästhetik des Weltraumhorrors perfekt getroffen und damit einen Film geschaffen, der seine vernichtenden Kritiken längst überlebt hat. Lange bevor Vin Diesel im Furious-Versum über Familie predigte, durchstreifte er die Galaxie als Flüchtling Richard B. Riddick. Pitch Black bildet den Auftakt der Trilogie mit einem Sci-Fi-Horrorfilm, der das Publikum begeisterte, aber die Kritiker spaltete. Im Jahr 2000 bezeichnete der Kritiker der Washington Post, dessen Howe, den Film als derivativ und meinte, seine Kreaturen, die Landschaft und die Handlung erinnerten ihn an Jurassic Park, Mad Max und Alien, als ob das etwas Schlechtes wäre. Nicht nur das, auch die Besetzung von Pitch Black ist hervorragend. Ja, Diesel kaut für seine Dialoge auf Steinen herum, aber wenn man bedenkt, dass er einen düsteren ehemaligen Soldaten darstellen soll, funktioniert das irgendwie. Where the hell can I get eyes like that? Gotta kill a few people. Die Welt des Films ist düster, aber schön, und nur dort, wo es nötig ist, wird sie angemessen beleuchtet. Die Kameraführung ist clever, die Verfolgungsjagden mit den Kreaturen sind spannend und die Schreckmomente sind wohlverdient. Ehrlich gesagt ist es ein Schock, dass die Kritiker Pitch Black von vornherein abgelehnt haben. Nach 15 Minuten in Pandorum glaubt man, einen ruhigen Psychothriller zu sehen, der im Weltraum spielt. Und dann wird sehr schnell klar, dass man das nicht tut. Anthony Quinn von The Independent beklagte 2009, dass die letzte halbe Stunde von Pandorum trotz einiger gruseliger Momente ein richtiges Durcheinander sei. Und er hat in gewisser Weise recht. Es gibt durchaus einige gruselige Momente. In diesem Film kommen die körperlichen Qualen des Hyperschlafs mit einer stressbedingten Psychose zusammen, die als Pandorum bekannt ist. Die Situation wird noch stressiger, als die Bande von Mutanten auftaucht, bewaffnet mit geschärften, feuerspeienden Todeswerkzeugen. In mancher Hinsicht ist Pandorum ein bisschen wie The Descent. Es ist klaustrophobisch, beunruhigend und buchstäblich dunkel. Man hat keine Zeit, den Bildschirm nach potenziellen Schrecken abzusuchen, denn bevor man sich versieht, sind sie schon da. Diese Kreaturen, die man am besten als eine Mischung aus den unterirdischen Bewohnern aus The Descent und den Uruk-Hai aus der Herr der Ringe beschreiben kann, sind vielleicht der wahre Schrecken an Bord des Schiffes. Doch Pandorum selbst fügt eine Spannungsebene hinzu, die die Handlung vorantreibt und den Film ebenso fesselnd wie spannend macht. Im Jahr 2013 sagte Richard Corliss von Time über den Tom Cruise-Film Oblivion: 6 Minuten oder 60 Jahre, nachdem man den Film gesehen hat, wird man sich wahrscheinlich nicht mehr an ihn erinnern. Und vielleicht hat er nicht ganz unrecht. Es ist leicht zu erkennen, dass Oblivion übermäßig kompliziert ist, mit zu vielen großen Science-Fiction-Konzepten, die für die zentrale Geschichte wichtig sind. Es gibt eine außerirdische Invasion, ein riesiges Schiff, das die Zivilisation retten soll, Klone, Überlebende, die in den Untergrund getrieben werden, und andere Überlebende, die im Weltraum schlafen. Wenn man mal einen Schritt zurücktritt, sieht die ganze Geschichte aus wie das Lichterkettenknäuel, das Clark Griswold aus seiner Garage holt. Es ist eine Menge zu entwirren. Bei der zweiten Betrachtung beginnt sich das Netz zu entwirren. Man kann den Handlungsbogen bis zu einem Ausgangspunkt zurückverfolgen und schließlich erhält sich das Ganze auf wunderbare Weise.
Es tut nicht weh, dass der Film auch ein Sci-Fi-Augenschmaus ist. Regisseur Joseph Kosinski beweist dasselbe Geschick für Action, das ihm später den Top Gun Maverick-Auftrag verschaffte. Seht Oblivion noch einmal an. Bewundert die umwerfenden Effekte, die diese wunderbare zerstörte Welt zum Leben erwecken. Lasst euch von den herzzerreißenden Actionsequenzen mitreißen. Wenn ihr die Geschichte entschlüsseln könnt, werdet ihr euch in einer Welt wiederfinden, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. Im Gegensatz zu dem, was ihr vielleicht gehört habt, ist Earth to Echo kein E.T.-Rip-Off. Es ist eine Hommage, deren Inspirationsquelle zugegebenermaßen so offensichtlich ist, dass sie im Titel nachhallt. Earth to Echo oder E.T. Echo. Hier droht ein Viertel, das sich so lebendig anfühlt wie das in E.T. der Außerirdische, für den Bau einer Autobahn abgerissen zu werden. Bald stellt sich heraus, dass die Arbeiten an der Autobahn nur eine Fassade für eine Organisation sind, die versucht, den liebenswerten Echo zu fangen. Aber eine Gruppe unerschrockener Kinder will das nicht zulassen. Es ist eine bekannte Geschichte, aber der Regiestil unterscheidet sich genug, um sich als eigene Erfahrung zu etablieren. Einige Kritiker wiesen darauf hin, dass der Found-Footage-Film zu der Zeit, als Earth to Echo 2014 veröffentlicht wurde, mehr als nur ein wenig müde geworden war. Dennoch verfolgt dieser Film einen erfrischenden Ansatz, indem er mehrere fotografische Formate wie Handys, GoPros und Videostreams verwendet. Insgesamt gibt es genügend Teile, die aus E.T. zusammengesetzt sind, sodass der Film bei Fans des Spielberg-Klassikers erfolgreiche Nostalgie schürt. Aber die hier verwendeten modernen Mittel erzählen die Geschichte auf eine Weise, die einer neuen Generation von Sci-Fi-Liebhabern vertraut ist. Hier ist, was Empire-Kritiker John Nugent über The Tomorrow War zu sagen hatte. Es ist ein großer, ungeschickter, CGI-lastiger Action-Science-Fiction-Film, der eher innerhalb als außerhalb seines Genres funktioniert. Und ja, er ist groß, er ist ungeschickt und er ist CGI-lastig. Aber es ist auch ein äußerst cleveres Sci-Fi-Konzept. Erdlinge aus dem Jahr 2051 kommen in der Gegenwart an, um Soldaten für einen zukünftigen Alienkrieg zu rekrutieren. Es ist aber nicht nur die Prämisse, die uns hier überzeugt. Die Effekte sind brillant, die Außerirdischen sind durchdacht entworfen und gekonnt dargestellt und die Actionsequenzen sind ein Spektakel, das sich nie unnötig anfühlt. Man zweifelt auch nie daran, dass die Menschen des Jahres 2022 in diesem Kampf vor unüberwindbaren Hindernissen stehen. Die Handlung selbst bewegt sich in den Grenzen der Standard-Science-Fiction mit einer bemerkenswerten Ausnahme: Sam Richardsons Charlie. Im Laufe des Films entwickelt sich Charlie vom nervösen Anfänger zum kettensägenschwingenden Veteranen, wobei er sowohl für komödiantische Erheiterung als auch für kathartische Erleichterung sorgt. Tatsächlich bricht diese Figur auf charmante und unerwartete Weise mit den Regeln des Genres. Und Richardson, der ihr die Show stiehlt, verdient ehrlich gesagt die Hauptrolle. Tut mir leid, Chris.